Hallo, ich habe immer noch keine kleine Figur, die ich neben die Kamera stellen kann. Auf dass ich da immer hingucke und nicht da unten hin, weil da unten ist mein Monitor, den ich auch, also wo ich sehen kann, was es sendet. Da sehe ich gar nichts, da ist sogar über der Kamera der eigene Bildschirm. Ist schwarz, weil das der Prozessor nicht mehr schafft, das Signal zu bringen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine neue Kamera. Im Moment nicht. Okay, was kommt heute dran? Die Anfangssequenz, die Internetseite und der Inhalt werden ein bisschen konkreter. Also die neue Internetseite. Langsam, ich habe auch einen Artikel eben gerade verlinkt über intermittierendes Fasten, also quasi 12 Stunden nichts essen. Nur so ein Essfenster am Tag sich anzugewöhnen, ist schon der Weg dahin. Da gibt es auch andere Varianten und bla bla, ist verlinkt, dass das intermittierende Fasten wirklich Diabetes Typ 2 heilen kann. Also der Forschungsbericht ist da in so einer Forschung und in so einer Spezial, also Fachzeitschrift ist verlinkt, in der Scientific Zeitschrift habe ich verlinkt und den Wikipedia-Artikel über intermittierendes Fasten. Wow, ist das ein Wort. Also Kurzzeitfasten. Finde ich ziemlich wichtig als Beispiel dafür, dass man sich mit den eigenen Essgewohnheiten beschäftigen muss, sollte. Schlafen, erzähle ich die ganze Zeit, ist ebenso wichtig. Und nun gut, Meditation ist ein bisschen neu noch, dass das so wichtig ist. Aber das, also alle Forschungsberichte, die jetzt immer weiter, auch, also schon, die gibt es schon seit 20 Jahren, aber die halt immer weiter veröffentlicht werden, die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das wirklich essentiell wichtig ist. Ne? Und das geht eben am Anfang. Es ist kein Endzustand, gibt sowieso nicht, aber zum Beginnen ist sowas wie das, was wir hier machen, also das Besinnen auf die Körperbewegung, das ist ziemlich umfangreich, was das therapeutisch so alles bewirkt. So wie ich das sehe, wir machen hier keine Bespaßung. Also es geht vom, na, normalerweise so, kommt zum Yang zu Yin Kurs, ich mache mit dir, bla, nee, gibt's hier nicht. Also das ist sofort, also dieser erste Teil, der für die meisten Leute noch interessant ist, ich gehe wohin und dann werde ich entspannt, das gibt's hier nicht. Ne? Also das müsste ich eigentlich machen, aber das ist nicht. Also das geht gleich ab der nächsten Stufe los, ich komme zu mir bei den Bewegungen, wir halten inne, wie fühle ich mich, also immer wieder zurück, zurück, zurück und eben auch, wie esse ich, ist das gut, wie schlafe ich, ist das gut, bin ich freundlich, aufmerksam, gelassen mit mir, es geht gleich von Anfang an los. Ne? Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, wichtig. Also ich habe das jetzt erst in Kapitel unterteilt, den Inhalt, und werde schon ein bisschen in diese Richtung, Bespaßung nicht, aber ich werde zumindest aufnehmen, dass manche Leute hierher kommen und das erwarten. Hm? Dann werde ich das in gesund bringende Bahnen führen, und das mit der Meditation scheint genauso zu sein. Die Leute erwarten Bespaßung. Aber es ist halt rauszufinden, wie kann ich in Ruhe kommen, wie kann ich freundlich sein und wie kann ich aufmerksam sein. Und dieses Aufmerksam reicht alleine nicht. Also dieses Aufmerksam ist jetzt Mindfulness, Achtsamkeit, ne? Ist wichtig. Aber Achtsamkeit ohne Weisheit ist Schwachsamkeit. Ne? Also kein Fullness, Freundsamkeit. Und wie kriege ich die hin? Also was steht dem im Wege? Weil ich das als Naturzustand empfinde. Ne? Also wenn man keine Hindernisse hat,
dann ist man freundlich mit sich, mit der Umgebung und so weiter. Ne? Also das sind, also wir lernen, ne, von Anfang an, aber eben ohne Wettbewerb, ohne diese Bewertung. Alles ganz merkwürdig. Anfangssequenz, zu sich kommen und dann weiß ich gar nicht, was wir machen. Weil wir sind durch mit dem Tai Chi für diese 2 Monate. Ja, ihr könnt das alles nachgucken am Stück und ins Kleinere erklärt. Lasst uns einfach anfangen und dann schauen wir, wie viel Zeit noch ist, weil ich alles zusammenpacken möchte, nach Hause bringen und dann für den Realkurs hier auf der Wiese nochmal ein bisschen die Füße aufgewärmt haben. Und es scheint wirklich so zu sein, dass viele, viele Probleme haben, hier zu diesem Termin im Winter zu kommen. Ich kann den nur anbieten. Und na, die positive Erfahrung, dass wenn man dann hier doch sich durchgerungen hat, herzukommen, dass es dann doch besser ist und weil sich danach natürlich hoffentlich, also ich natürlich, aber bei den anderen hoffentlich, sich besser fühlt. Einmal, weil man sich überwunden hat vielleicht und man merkt, es ist doch nicht so schlimm und dass die Bewegung einem gut tun, hier draußen insbesondere. Ich suche kein Studio, keinen Raum. Erstens, weil es nicht passt, ist viel zu teuer. Ne? Und die Leute, die hierher kommen, die können sich das nicht leisten, die meisten. Ne? Also ich sehe hier keine Patroninnen und Patronen, die auf einmal in Massen auf einmal mich unterstützen. Ne? Das heißt also, die Leute, es gibt ein paar, die das interessant finden, die vorbeikommen. Und auch dieser Sprung von eigentlich kostenlos zu, der braucht doch was zum Leben, das ist ja komisch und so, das führt bei den meisten eben nicht zur Selbsterkenntnis, was, wie gehe ich mit Geld um, sondern zu, oh, das verstehe ich nicht, da gehe ich gar nicht hin, das gibt's. Egal, also ich mache das so, dass das alle mitmachen können, kostenlos, von zu Hause aus. Und im Sommer werde ich ein bisschen unterstützt von der Senatsverwaltung, also bis jetzt. Man weiß es immer nicht, ob das was wird im nächsten Jahr. Ich mache es auf jeden Fall. Also die nächsten 2 Jahre werde ich es auf jeden Fall noch machen, ob unterstützt oder nicht. Jetzt schütteln auf der Stelle. Oder Spaghetti. Und dann schauen wir weiter. Erstmal dunkles Männchen, schütteln auf der Stelle. Also ich mache schon Bodyscan, Körperempfindung, ein bisschen Schulterkreisen, also komischerweise. Also im Körper intern war eigentlich jetzt nichts, wo ich drauf achten muss. Das Einzige, meine Finger ziehe ich schon mal ein in den Handschuhen, weil diese Handschuhe machen die Finger kalt und nicht warm. Ja, das war's schon. Also mit Schütteln auf der Stelle für mich. Chi wecken. Und dass dieser Termin nicht ganz so absonderlich ist, könnt ihr hören im Hintergrund. Die Fußballkids, die sind immer hier. Das gibt es ganz selten, dass da niemand ist. Ja. Also die halten das aus. Die springen zwar auch rum und schreien rum, klar, machen wir nicht. Aber zumindest ist es nicht so, dass man sich hier draußen nicht für eine längere Zeit aufhalten kann. Gibt also eigentlich keine Ausrede. Und wenn ihr zu wenig Geld habt, um euch andere Sachen zu kaufen, werdet erfinderisch. Also eine Decke zum Beispiel werdet ihr haben. Das kann natürlich peinlich sein, wenn man sich in eine Decke einrollt, aber
Das war bis vor kurzem gar nicht so unüblich, dass man so eine Decke auf der Schulter hatte. Gibt so extra auch noch solche Broschendinger für und so. Also das ist. Also ich mache das immer wieder, Strecken zum Himmel und entspannt ausatmen zur Erde, flexibel und stabil. Und immer wieder mit der Aufmerksamkeit zu diesen Körpergefühlen. Das ist halt wirklich, also das ist der Unterschied zu Bespaßung. Spaß ist eh das falsche Wort hierfür. Also ich merke, es tut mir gut, aber auf eine subtile Art und Weise. Und eben über eine längere Zeit, über die Jahre hinweg, merke ich, dass es wirklich grundsätzlich zu Gesundung führt. Sonst würde ich das nicht machen. Und das führt sogar wirklich zu Wohlempfinden. Das, was man die ganze Zeit sucht bei diesen Bespaßungskursen. Aber das ist halt, das ist oberflächlich. Man wird da bespaßt und dann ist es bald wieder weg. Das hier ist ein Weg. Also Qigong ist halt eben nicht so ein Bespaßung. Dieses Gesundheits-Tai-Chi ist auch keine Bespaßung, sondern es geht wirklich auf Selbstreflexion, seinen Körper und seine Körpergefühle und auch seinen mentalen Muster kennenlernen und dann langsam den Weg zum Besseren kultivieren. Das ist Qigong. Yoga eigentlich auch. Kurz noch stehen, bewegen wie ein Baum. Ja, das mag keiner hören. Also wenn ich Liebe will, dann muss ich die in mir selber entwickeln. Fällt einem nicht leicht. Ja? Ich habe keine Finger in den Handschuhen. Ich habe die zusammengekrult, krault. Gucken, ob ich da eine Lernchoreografie für all diese Themen hinkriege. Also langsam mit Fortschritt und so. Natürlich individuell. Also ich merke, dass das einigermaßen klappt, also temperaturmäßig. Das ist,
Auflösen. Es scheint wirklich diese Temperatur, wenn es friert, dann scheint es wieder angenehmer zu sein. Weil heute Morgen habe ich gedacht, es liegt auch mit an den Wolken, aber es ist angenehm. Mir zumindest. Aber wichtig ist dieses zu sich kommen. Anscheinend macht das eben, das zu sich kommen geht durch das Dickicht, an anderer Stelle erwähnt, sonst fragt. Ja. Wenn ihr quasi diesen Kampf mit euch selber langsam zur Ruhe kommen lasst. Ja. Nicht den Kampf gewonnen habt oder sowas. Dann scheint es so zu sein, dass der Kreislauf und der ganze Körper sich einigermaßen einnivellieren kann. Homöostase.